Willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir Professor Kulpa erneut besiegt und somit alle 4 ID-Marken gesammelt. Die haben wir hier eingesetzt und jetzt hat sich dieses Tor hier geöffnet. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Werden wir jetzt schon direkt auf Shakira treffen oder hat er sich noch irgendwas Fieses ausgedacht für uns? Ein Empfangskomitee oder sonst was? Wir werden es auf jeden Fall jetzt erfahren. Macht euch bereit, wir gehen jetzt durch dieses Tor. Dun dun dun. Es führt da hinten in so eine Kapsel. Aha. So ein neuer Mail-Sound. Hier ist ja noch gar nichts. Dachte ihr schon Shakira oder so. Okay, eine Mail. Eine E-Mail. Krypto-Pokémon-Liste. Von Byte. James, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von den Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon mal identifizieren konnte. Später mehr. Ja, schön, danke. Kann ich die irgendwie einsehen? Zumindest als Anhängsel irgendwie geschickt? Nö. Nö. Muss ich dann zu ihm hinkommen, oder was? Ich konnte... Schick dir die Daten. Ich check's nicht. Weil mit den Mails bin ich mal ein bisschen skurril. Ja, nur einige Trainer. Wie lame ist das denn? Alles so episch gestaltet. So, dass wir schon auf Shakira treffen oder sowas, ey. Trommelwirbel bitte, verfahre bei Fall, hurra! Seit der Öffnung des Turms bist genau du der tausendste Gast! Haha, das glaubst du auch nicht wirklich, schließlich ist heute gerade mal der Tag der Eröffnung! Ja, und wenn das richtig boomen würde, wenn 1000 doch nicht viel! Mal ganz im Ernst! Wenn ein Fußballstadion oder so eröffnet würde, dann würden auch direkt mehr als 1000 Leute kommen, also bitte! Und Kolosseum ist ja nichts anderes, ist ja auch eine Arena! Ich finde halt keine Fußball... Spiele statt, sondern Pokémon-Kämpfe, also bitte. What the fuck? I don't understand this guy. Ja, Georok ist natürlich ein Opfer. Leider habe ich das falsche Pokémon draußen, muss man ganz ehrlich sagen. So, Donner auf Planers. Ach, fick dich. Diese scheiß Schutzschild-Spammer. Ja, und dann noch Mogelieb. Willst du mich eigentlich verarschen? Toll. Ja, gerade auf Raikou. Der andere greift hier Georok an. Ach komm, was ist das für ein Scheiß hier? So, dreifach Kick auf Georok bitte und Donner auf Planers. Was? Was? Nochmal! Oh, warum? Normalerweise kannst du es nicht gar nicht hintereinander nochmal machen. Welcher Spinner setzt denn zweimal hintereinander ein Schutzschild ein? Und da hat er auch noch Glück, die Chance ist bei 50% nur, dass es dann klappt. Oh, wie es abfuckt! Professor Kulpa ging mir schon auf den Sack. Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild. Hariyama-Meister. Hariyama, dein Gejammer bin ich auch leid. So. Ach komm, ey. Was ist das für ein Schwuchteltrainer? Ja, klar. Warum nicht, ne? Nee, 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 nee. Nächstes gegen Schutzschild jetzt nicht. Bam. Bam. Und das wird auf jeden Fall reichen. Georok ist halt ein Opfer. Oh, hat er noch ein nerviges Pokémon mit Mogelieb oder Schutzschild, was ich wissen sollte? Ah, toll. Lombrero, der wird mit Mogelieb angreifen, das ist so klar bei ihm. Lombrero spielt immer mit Mogelieb. Na super. Ja. Was machen wir denn da? Ah, komm, Hariyama ist weg. Drecks Hariyama. Na, wer muss wieder aussetzen? Natürlich, immer auf der Armreihe. Ihr Saftsäcke. Na, dreifach Kick wird niemals bei Hariyama reichen. Never ever, guys. Hey, wie die nur an Level 41 sind, ne? Und ich kann euch versprechen, der Endboss, ne, der hat so viel höhere Pokémon, das ist unfassbar. Der hat sie auch noch viel höher als ich. Da bin ich echt an einem Level gegen. Und das ist jetzt kein Witz. Ich schaue echt ein bisschen armselig, dass sie jetzt so schwach sind, die Gegner. Und Donner trifft! Oh, 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 au revoir. Das war's mit Lombrero. Ja komm, das war wohl noch dein letztes Pokémon hier, du langweilst nämlich. Bam! Und take that! Und Robbie Williams. Und tschüss. Ja, das war's jetzt aber bitte. Ich will nicht gegen so einen Dreckstrainer kämpfen mit nur Mogelieb und Schutzschild. Ist doch kacke.
Oh, Raikou 52, es wird mal wieder Zeit, dass Crocodile geused wird. Also, kleiner Scherz. Muss dich doch nicht so in Rage versetzen. Doch, muss er. War nicht witzig mit deinem Schutzschild-Mogelieb. Hehe, gib zu, du warst wenig stolz, der tausendste Gast zu sein. Ich dachte, ich war nicht der tausendste. Hey. Was für ein Spaß. Okay, Crocodile. Was hab ich jetzt gemacht? So. Willkommen im frisch eröffneten Lagerturm. Wie wär's? Ein kleiner Kampf zur feierlichen Eröffnung. Ich dachte, das ist jetzt echt die Rezeption oder so. Nö, die will auch kämpfen. Na dann fighten wir mal. Sieht ja alles so modern und so teuer aus. So exquisit wie im Schloss fühlt man sich hier. Nicht schlecht gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an Kingdom Hearts Chain of Memories. Da gibt es ja auch dieses Schloss. Sieht so ähnlich aus. Mhm. Nee, nix Regentanz hier. Von wegen. Surfer. Stolberg bin ich nicht so ein Fan von. Flunky war in dieser Chain, glaube ich, nur Stahl. Heutzutage ist ja Stahlfee. Ja, komm, greif mal Flunky an. Also mega Flunky ist ja schon sehr stark. Der kriegt dann irgendwie so eine Fähigkeit, dass die Angriffsmoves doppelt so. Nee, der Angriffswert wird verdoppelt. Soweit ich mich recht erinnere. Ich mich recht erinnere, wird der Angriffswert verdoppelt. Kraftkoloss heißt das nämlich. Der Kraftkoloss gibt es auch als Fähigkeit. Ich meine, der hat das. Ja, aber ohne Mega und in der dritten Gen an sich ist Flunky vor allem nicht schlecht. Nur der sechsten Gen dank Typ Fee ist halt besser. So, jetzt haben wir nur noch Metang hier. Das ist natürlich eine Witzfigur. Aber ein bisschen schreckt er vielleicht sogar zurück. Das ist ja mein Ziel hier. Am besten ist, wir besiegen den auch direkt. Na, bei den Verteidigungswerten wird das nichts. Auch Capoeira wird den nicht one-hitten. Ich glaube da nicht dran. Dick Dads! Nee, never ever. Obwohl. Ich bin stolz auf dich! In letzter Zeit schleimt er sich nicht ein. So schlecht ist er gar nicht. Erst habe ich gedacht, naja. Naja, das hast du ja jetzt für Pokémon geangelt, aber geht. Ach, eigentlich hätte ich doch gewinnen sollen. Mit dem Mülleimer? Der Typ da am Anfang war mal stärker mit seiner Drecksstrategie. Nun, da ihr schon mal hier seid, seht euch um und amüsiert euch. Da haben wir Türen. Da ist wieder so ein Gentleman. Was ist in den Türen? Erstmal gegen den anderen Trainer hier noch kämpfen. Trainerin. Schon bald wird Gäste aus der ganzen Welt diesen Tor besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe. Und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du bekommst meine speziellen Kampftechniken, um sie vor allen anderen zu sehen. Ja, und die wären hoffentlich nicht so asozial wie der eben. Mogelieb und Schutzschild. Mascara. Baldorfisch und Seemon. Ja, wir haben ja auch einen Baldorfisch, ist aber noch immer Krypto. Aber was soll's, was soll's. Ja, jetzt war ich hier mit Emery T, hätte ich auch gerade Suicune und Entei erlösen können. Was soll's, das soll's gar nicht. Benutze sie eh nicht, weil die nicht zum Team gehören. Ich hab's euch versprochen, ich benutze sie jetzt auch überhaupt nicht mehr. Was soll ich damit? Benutze ich nur, um irgendwen wiederzubeleben. Ja, natürlich jetzt blöd, was soll ich denn machen gegen die? Die haben beide Giftdorn, das ist ja die Problematik, aber ich muss die ja berühren. Also, wen wollen wir zuerst besiegen? Baldorfisch? Nee, Seemon. Gegen Baldorfisch habe ich gar nicht wirklich was. Weil, Dreifachkick ist jetzt auch nicht sehr effektiv. Komm, Volltreffer. What? So wenig nur? Okay. Ich hoffe, das reicht dann. Ja. Was? Ich wollte gerade sagen, vergiftet ist zwar scheiße, aber wenigstens besiegt hier. Ah, ein paar Hyperheiler, das stimmt ja schon. Next one, please, Octillery. Die Weiterentwicklung von Remoraid. Es gibt echt welche, die meinen, Mantax ist die Weiterentwicklung von Remoraid, weil an Mantax hängt ja so ein Remoraid. Das ist aber falsch. Ich weiß nicht, wer darauf kommt. Man aus Mantiops, was zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert. Das gibt es ja erst seit 4. Gen. Daraus wird Mantax. Ja, das ist ein bisschen blöd gerade mit Beyblade, muss ich schon sagen. Aber ich versuch's mal hier.
greifen wir mit einem Dreifachkick an die Octillery. Ah, Balderfisch will auch nicht so leicht drauf gehen. Boah, was ist mit ihm? Ruf gut mal den Blick! Voll bekifft, der ist doch im Rausch! Wie seine Augen leuchten! Hätte ich mal lieber Octillery angegriffen. Erstaunen ist natürlich lächerlich. Geistattacke, 30 Schaden nur. Aber sehr hohe Chance auf Zurückschrecken. Ach du Scheiß, Psystra, wenn er jetzt verwirrt ist, dann muss ich ihn zurückrufen. Oh, jetzt ist Notsituation ja schon geil. Aber die Gegner mir auch nicht mehr so viel Leben, deswegen brauche ich das gar nicht machen. Schlitz auf Balderfisch, das müsste erreichen. Das müsste dann gewesen sein. Und die. Oh, nervige Balderfisch ist besiegt. Ich hoffe, ich bin nicht vergiftet. Danke. Reicht hier das Capoeira. What? Die Bagator hat die auch. Scheiße. Na, der Crocodile, dann zeig mal, dass du der bessere Impagator bist. So. Oh, 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 oh. Capoeira, bist du zufällig schneller? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen, du machst einen Schlitzer und Beyblade wird für Tiny Tiger getauscht. Und tschüss. Da kommt er wieder. Das ist jetzt echt der Mann, den wir hier brauchen. Regentanz wäre vielleicht besser gewesen, aber nicht, dass der eine Wasserattacke macht. Da hätten wir ihn ja auch supportet. Erdbeben. Erdbeben! Das Impagator ist besser als meins. Erdbeben. Alter. Aber er hat zum Glück überlebt. So, mit einem Schlitzer und einem Funkensprung sollte das aber reichen. Impagator ist sogar im Never-Use drin, also bitte. Ach, der Funkensprung reicht. Wird nie gespielt online. Puh, die geben aber wenig Erfahrungspunkte. Könnt ihr mal sehen, wie lange ich hier gebraucht habe. Bis Level 50, ne? Oh nein, ich habe verloren, bevor ich berühmt werden konnte. Oh, I'm sorry. Don't worry. It's good to be Kartoffelperry. Ich werde noch viel mehr üben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Ja, jetzt muss ich wieder zurück hier. Pokémon heilen und so. War die Tür ja doch nicht so der Burner. Habe ich jetzt echt hier schon den Jakira-Kampf versprochen, lol. Aber wie gesagt, ist halt blind, ne? Ja, manche sagen, konnte ich mich nur erinnern. So ziemlich eigentlich alles aus Orkus. Aber an den Rest überhaupt nicht mehr. Na ja, gut, Freunde, ich würde sagen, das mache ich offscreen hier, heilen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder in diesem speziellen Raum da. Welcome back, guys! Bevor wir mit diesem Gentleman da sprechen. You are motherfucking gentleman! Gehen wir erstmal in diese Türen. Ah, noch mehr Trainer! What the hell? Casino. Aha, aha. Kirsche, 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 Millionär, yes! Genau das, was ich brauchte. Die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will mir wunderreiche Persönlichkeiten aus einer Welt versammeln und sich ein riesen Vermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die Leute Aufmerksamkeit erlangen. Genau, natürlich, dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. What? Du willst kämpfen? So sachlich gesprochen, dass ich nicht dachte, dass du kämpfen willst. Das war auch keine wirkliche Kampfansage. Auch nicht wieder Magneton. Magneton ist sogar spielbar, obwohl es Magnetzone gibt. Also der hat echt 320 Spezialangriff. Ich habe mich da mal informiert, nachdem der so letztens abging. Das ist schon echt heftig. Und den werden wir auch nicht one-hitten können, auch wenn wir jetzt hier vielleicht den Vorteil sind. Es wird einfach nicht funktionieren. Surfer natürlich wegen Vulnona. Ja, weil sein Verteidigungsholz sehr gut ist, weil er auch vom Typ Stahl ist. Das ist bei den meisten Stahl-Pokémon so. Feuer kann man ihn gut besiegen. Oder mit speziellen Sachen, wie ihr hier sehen könnt. Leider wird der Schaden halbiert vom Surfer, weil Vulnona auch noch kassiert. Das war in dritten Gen so. Gut, Magneton ist doch besiegt, weil der Surfer so reingehauen hat. Obwohl es nicht effektiv ist. Naja, mir ist das doch recht. So, Beyblade Level 52. Wunderschön. Maschok. Der schockt mich aber gar nicht. Was haben die
Was für Moves! Boah, zum Glück hat er eine gute Spezialverteidigung. Verteidigung ist gar nicht so gut von Capoeira. Zumindest bei meinen Capoeira nicht. Echt? Meine Fresse, Hitzequad. Voluna wird zurückgerufen. Was hast du denn jetzt Diabolisches vor? Ach, einfach so. Na gut, mach doch. Schwollboss wird trotzdem ordentlich Damage kassieren. Oh. Das war jetzt nicht so geil. Wieso nur zweimal? Dreifach-Kick! Nicht Doppel-Kick! Ich check das manchmal nicht. Aber er ist trotzdem down. Denn will ich ja nichts gesagt haben. Und Schwalbos wird jetzt nicht angreifen können. Weil er den hier eingewechselt hat. Er war ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hier, wo ich diesen Move gecastet habe. So, jetzt ist wohl nur noch hier. Jetzt gibt's nochmal einen Surfer und eine zweite Beine besiegt. Echt gute Taktik von dir. Not. Schwalbos leuchtet jetzt wieder himmelsfähiger, Mann. Ist doch nicht so ernst, ey. Und Tschüssikowski. Oh, armes kleines Ding. Ich soll mal wieder mit Energiefokus spielen. Energiefokus und dreifach G ist eigentlich geil. Geht halt immer eine Runde drauf, ne? Na, müssen wir mal gucken. Ist eigentlich echt nicht schlecht. Erhöht die Volltrefferchance. Und dann dreimal ein Volltreffer. Ist geil. Voluna ist jetzt echt keine Bedrohung. Sehr gut. Auf jeden Fall ein ganz nicer Kampf. Hat mir gefallen. Ich bin mir gar nicht ähnlich zu verlieren. Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt oder verliert. Was mit ihm? Major Bob-Verschnitt. Du bist also dieser James Leader von Team Cry. Mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Und jetzt zeig mir mal, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Habt ihr nicht mal einen Krypto-Pokémon oder so eine Scheiße? Ich finde die Kämpfe mit euch gerade ein bisschen unnötig. Na gut, Erfahrungspunkte und so, wir brauchen noch sehr viele Erfahrungspunkte für den letzten Fight. Lacht nicht. So ist es. Aber naja. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Moorlord und Sandama. Moorlord. Ach der Scheiße, der hat doch H2O-Absorber. Ah, Dreifachkick wird niemals reichen. Ja toll, warum mache ich das dann? Warum greift den Spinner dann an? Ich hätte Sandama angreifen müssen, ich Vollidiot. Weil der wird jetzt wieder vollständig geheilt. Durch H2O-Absorber. Ach komm. Was? Hat er nicht? Was ist das für ein schlechtes Moorlord? What the fuck? Keiner zwei Uhr ab, so was hat der dann denn für eine Fähigkeit? Okay, wusste ich natürlich, dass dieses Moorlord keiner zwei Uhr ab, so war. Lehmschuss. Allein sinkt die Initiative, die schon ohnehin nicht so geil ist bei ihm. Oder mal ihn dreifach Kick auf Don fahren, ist doch sowas von klar. That's. Und naja, das war jetzt echt nicht so geil. Ich denke, mit dem Surfer könnt ihr jetzt beide besiegen. Initiative reicht immer noch aus, um die anderen out zu speeden. Also, aber ich denke, der hat noch ein Pokémon. Es wäre eigentlich schlauer gewesen, Energiefokus zu machen. Ich glaube, Donphan wäre ohnehin One-Hit gewesen. Spezialverteidigung von ihm nicht so gut ist. Aber man kann ja nicht alles haben. Was, das war's schon? Das war aber lächerlich. Jack. Jack the Ripper oder was? Du, ich besiegt. Was für ein Gegner. Und du? Willst du auch kämpfen, du Ladenbesitzer? Willkommen, schön euch mal wieder zu mir sehen. Erinnert ihr euch an mich? Was? Ihr müsst euch erinnern, es ist schon eine Weile her. Wir haben uns in Fena getroffen. What? Mein Name ist Marino. Ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Er hatte dich dir an meinen Tyrakrock zu stehen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Oh mein Gott. Wenn Tyrakrock nicht gefangen hätte, hätte man hier nochmal die Chance gehabt, ihn zu fangen. Das gleiche gilt übrigens auch für Entei, Suikun und Raikou.
Weil die Queen und... ja, die Queen hatte ja keins von denen, aber Professor Culpa, Madame Venus und Rakim, die waren ja auch nochmal hier und die hätten dann Raikou und Entei und Suicune halt nochmal gehabt. Wenn es nicht gleich gefangen hätte, aber ich wollte es halt direkt haben. Vor allem die Raikou. Ich bin gerade so ein bisschen am Arsch, ich kann nichts gegen die Gegner tun. Das kann ich wirklich nicht. Deswegen mache ich Scanner. Ich predikte jetzt mal, dass Groink eine Psychokinese auf mich macht. Bin damit außen Schneider. Ich mich schütze. Ich werd gleich auch nochmal einen Scanner machen. What the fuck? Was ist das für eine Spezialverteidigung? Was ist das denn? What the fuck, Mann? Ich muss gleich trotzdem nochmal einen Scanner machen. Hilft alles nichts. Boah, Verteidigung steigt stark. Das hilft alles nichts, Freunde. Regentanz machst du. Weil er wird jetzt mit einer Sprungfeder runterkommen oder was der auch mal gemacht hat. Nein, das ist doch. Oh, komm, ey. Kock! Echt scheiße. Wieso gab Sprungfeder schon in den dritten Gen? Ja, hampel noch ein bisschen rum, du Drecksviech. Als Frontschwein. Ja, ich weiß gar nicht, wie man den jetzt so besiegen soll. Mit zweimal Säurepanzer. Geht nur mit Spezialangriffen, also mit Surfer. Deswegen machen wir jetzt auch einen Surfer. Und jetzt noch mal einiges mehr Schaden machen. Scanner lohnt nicht. Nee, lohnt auch nicht. Er hat sich zu oft geboostet. Versuchen wir es mal gegen Groink. Ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, Freunde. Wenn er jetzt noch mit ein bisschen Leben überleben sollte, dann reicht das. Ah, es könnte schon reichen. Doch, 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 doch. Seht dabei, Slimeox wird schon gut bedient. Komm, bitte triff dreimal. Das macht sehr wenig Schaden, aber dreimal. Ja! Boah, ist der nervig gewesen. Holy shit. Dreckiges Frontschwein. Was ist der für eine Verteidigung? Das ist ja nicht mehr normal. Sieht so wenig Groinks in den Pokémon-Spielen. Ja, jetzt greift er natürlich an. Ich predikte, dass er nochmal einen Säurepanzer macht, um seine Verteidigung zu maximieren. Zum Glück nicht vergiftet. Was, das war sein einziges Pokémon, was er noch hat. Sonst hätte er wahrscheinlich Impergator jetzt gehabt, oder? Ja, doch, ich glaube, jetzt hätte der Impergator. Es ist klar, ne? Wenn man an einem anderen Tor am Anfang da in Fenak rausgegangen wäre, dann wäre da auch der andere Typ. Zum Beispiel, wenn man Igelava sich geholt hätte, wäre da der Igelava-Typ jetzt hier. Das sollte aber klar sein. Marino ist besiegt. Ich habe wieder verloren. Jetzt ist es auf einmal weg ohne Sequenz. Komische Vögel, diese Kryptos. Gut. So viel zu dieser Tür. Wie sieht's mit der nächsten Tür aus? Was? Ich will da noch nicht hin. Nein. Slam, ey. Psst. Ich bin Slam. Ich habe mich verkleidet, um hier reinzukommen. Na, überrascht? Also, hier die Info. Der Boss, das Team Krypto wartet auf euch in der obersten Etage im Kolosseum. Ich hab gehört, er hat das ultimative Krypto-Pokémon erschaffen. James, Jesse, passt bloß auf euch auf. Ja, wir wollen aber noch nicht hin. Noch hier einen Raum abzuchecken. Gehen wir erst im nächsten Part hoch. What the fuck, ich hab mich gerade echt ein bisschen erschrocken. Buh! Habt ihr jetzt nicht gemerkt, ne? Aber ich hab gerade erst so, oh. Na, hab ich euch erschreckt? Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass jemand durch die Tür kommt. Und mein Pokémon wird euch gleich einen noch größeren Schrecken einjagen, weil ich euch ordentlich in den Arsch drehen. Tyranno. Tyrannosaurus Rex. Krakele und Knuluf. Ja, so mega Muskelprotz. Mega Muskelprotz hat hier solche Kuschel-Pokémon. Krakele und Knuddeluff. Ey, ganz im Ernst, habt ihr schon mal die Vorstufe von Krakele gesehen? So Flurmel, das ist ja auch diese Amalia bei Delta-Episode von Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Ja, weil das hat die Amalia, weil sie es so niedlich findet, dieses Flurmel. Und Krakele, na gut, sieht jetzt nicht mehr ganz so niedlich aus, aber ganz im Ernst. Hier, Knuddeluff. Und dann so Muskelprotz. Also, ich. Nee.
muss ich nicht stecken, oder? Knuddeluff ist gefährlicher, wenn schon vollständig entwickelt ist. Deswegen werde ich das primär mit dem Dreifachkick angreifen. Kakelo überlebt, war ja auch irgendwie klar. Er hat auch eine gute Spezialverteidigung, aber die Verteidigung, die war, glaube ich, zum Kotzen bei Knuddeluff. Boah, geht schon klar. Das war's! Weiß nicht, was die Böses machen hätte können. Wahrscheinlich Anziehung oder so Mist. Deswegen ist gut, dass wir los sind. So eine Kacke habe ich nicht, keinen Bock. Nicht davor, liebe Blablabla. Schallwelle. Ist das schon einen dritten Gen gab? Auch eine Attacke, wo ich es nicht gedacht hätte. So eine Spezialattacke von Arceus. Ja, Dreifachkick und Tschüssikowski. Aber ich denke, der Schlitzer reicht schon. Down! So will ich das sehen. Wie er sich aufregt. Ah, ich wurde besiegt, Scheiße! Drecksviech. Bam, bam, bam. Schrecklich, du bist unglaublich stark. Ja, und du unglaublich schwach. Zumindest ist dein Pokémon. Die ganze Zeit still zu stehen und einfach nur zu warten, das ist unglaublich anstrengend. Ich warte. Du hättest damit auch Schwierigkeiten, oder? Ja, geht, ne? Ist das denn eine Band hier? Eine Jukebox? Wäre geil, wenn man hier Retro-Mucke einspielen könnte, aber geht nicht. Das geht hier nicht, das hätte ich aber als Entwickler gemacht. Ba ba da da na 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 na. Was ist mit dir? Kommst du zum Essen? Nö. Nein, das ist ja gut. Na klar komme ich zum Essen! Hast du was Schönes gekocht? Wie schade. Das Essen ist noch gar nicht fertig. Zur Entschuldigung serviere ich dir einen exquisiten Kampf in drei Gängen. Wie drei Gänge? Das drei Pokémon war's. Biker Tracy. Hä, ist Tracy nicht ein Jungname? Man erinnert sich an der Anime, wo Ash auf diesen... Ah, wie hießen die nochmal? Diese speziellen Inseln da waren. Die Orange Islands. Genau, Orange Liga. Wo Ash die Orange Liga gemacht hatte, war auch Tracy, dieser Fotograf, immer dabei ist. Oh Mann. Und was ich gar nicht mag, ist Vili. So ein fieses Ding, ey. Diese Verteidigungswerte, dieses... Das ganze Gestalle, was der macht, der ist echt nicht ohne. Das sollte man nicht unterschätzen, deswegen alles die auf Vili. Surfer ist auch normal effektiv, obwohl Vili eine Pflanze ist. Ich meine, weil es auch ein Fossil ist und somit auch noch den Gesteinstypen hat. Da, das meine ich! Ich hasse Vili. Hör mit Verwurzler, Toxin, Schutzschild, Gigasauger, ist so nervig, das Viech, aber wir haben es irgendwie gut besiegt. Das muss man mal ernsthaft zu sagen. Nice! Gut gemacht, Capoeira! Beyblade! Ja, ich denke, Beyblade wird jetzt sterben. Palim, Palim, Psychokinese, Psychstrahl oder sonst was. Psywelle. Hm. Ja, es reicht. Es macht, glaube ich, so viel Schaden, wie das Level ist. Ja, was soll's. Ich werde die Pokémon sowieso nochmal heilen müssen, bevor ich dann dahin gehe. Gut, Taitia! Der ist jetzt hier perfekt gegen das blöde Noctu. Wobei, wisst ihr was, ich spiele ihn jetzt mal als Supporter. Du machst nochmal einen Surfer. Regentanz. Dann treffen die nächsten Donnerangriffe wenigstens immer. Und der Surfer wird auch stärker. Da er immer anfängt, kriegt er jetzt hier gleich den verbesserten Surfer. Nice gemacht von mir. Ist auch der sichere Kill für Palimpalim. Ja, no, für Noctu wird es glaube ich nicht reichen. Never ever. Seht ihr gerade mal die Hälfte mit Regen. Und was hast du jetzt noch? Ein Schluckweg. Ja, das ist nicht ohne. Das hat auch eine gute Verteidigung, glaube ich. Ach, nö, nicht Hypnose. Ja, danke, dass es daneben liegt. Wieso kann Noctu als normal Flug-Pokémon? Ne? Das erste Vogel-Pokémon der zweiten Gen. Wieso kann der eigentlich so viele Psycho-Attacken? Der kann auch Konfusion und die ganze scheiß Traumfresser, Hypnose. Was soll das? Verstehe ich bis heute noch nicht. Ich mache extra Donner auf Schluckweg. Weil der Surfer jetzt für Noctu ausreichen wird. Boah, die Stärke von Raikou ist echt nicht mehr normal. Ja, und Donner ist schon nicht ohne, aber das ist geil. Das mit unseren anderen Pokémon vergleicht, ey, wie Raikou reinhaut. Ja, ist auch legendär, aber trotzdem. Finde ich schon nice. Exquisite. Tja, Tracy, du bist besiegt.
Jetzt möchte jemand mein Essen hier. Und übrigens hatte sie wirklich 3 Pokémon, glaube ich. Ne, 4? 4, 3? Habe ich jetzt gar nicht erzählt. Ich wollte nur wenig Sport von ihr essen. Aber das war wirklich zu heftig. Ja? Tja, du wolltest es ja nicht anders. Ja gut, Freunde, würde ich sagen, in nächstes Part gehen wir da hoch zu Jakira und treten ihn ordentlich in den Arsch. Das war schon in diesem Part gesagt. Am Ende kommt dann Jakira doch noch nicht. Ist ein bisschen fail. Aber okay. Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.